die Apfelblüte und der Löwenzahn. Es war einmal eine Prinzessin, die besonders gern im Garten des Palastes spazierte. An einem schönen Frühlingstag erblickte sie bei ihrem Spaziergang den Apfelbaum, der in Blüte stand und seine ganze Pracht zeigte. Von der Schönheit der Apfelblüten bezaubert, schnitt sie einen Zweig ab, brachte ihn in ihr Zimmer und stellte ihn in eine schöne Vase. Der Zweig des Apfelbaums war sehr stolz auf das Schicksal, das er seiner Schönheit zu verdanken hatte. Durch das Fenster konnte er die Wiesenblumen sehen, er beobachtete sie geringschätzig. Er hielt sie für belanglos, denn die Prinzessin hatte ja Augen nur für ihn, deshalb kam sonst niemand an diesen besonderen Ort. Am meisten bemitleidete er den Löwenzahn, denn dieser wurde von Kindern abgerissen und sein Pappus wurde durch den Wind weit getrieben. Eines Tages pflückte die Prinzessin Löwenzahn im Garten und stellte den Strauß neben die Apfelblüten. Sie wollte die Blumen malen, bevor sie ihren Pappus verlieren. »Wie schön ihr seid«, sagte die Prinzessin entzückt. In diesem Augenblick errötete die Apfelblüte vor Scham, weil sie sah, dass auch die von ihr bemitleidete Blume dahin gelangen kann, wo sie war. Sie erkannte, dass keiner den anderen überlegen sei. Sie alle seien Blumen, die dieselbe Sonne kräftigt und erwärmt.